Hallo und herzlich willkommen im Faszien-Channel. Heute geht es mal um das Thema Migräne. Mein Name ist Patrick Nemzow, ich bin Faszientherapeut und Leiter des Faszienzentrums in Hamburg. Wir wollen heute mal darüber reden, woher kommt möglicherweise statisch gesehen die Migräne? Wenn jemand Migräne hat, was machen wir dort im Faszienzentrum eigentlich? Und welche Übungen könnten dir möglicherweise helfen, wenn du unter Migräne leidest? All das heute, lass uns loslegen. Wenn man unter Migräne leidet, dann ist es ja so, dass der Schädel eine zentrale Rolle spielt. Denn im Bereich des Schädels kommen diverse Faszienbahnen, Faszienketten zusammen, die dort alle sozusagen eintreffen und potenziell auch Probleme mitbringen können aus ganz anderen Regionen. Wenn jemand Migräne hat, muss man darüber nachdenken, die Gesichtsmuskulatur. Es könnte aber auch diese nackenklassische Geschichte, also viele, die so Spannungskopfschmerzen, Migräne haben, haben wirklich ganz, ganz feste Nackenmuskulatur, die dann wirklich so rüberzieht. Denn, was man immer bedenken muss, die hintere Faszienkette kommt ja von unten den Rücken hoch am Nacken entlang und geht hier rum bis hier vorne. Ich habe jetzt gerade letzte Woche eine Patientin gehabt, die hatte wirklich immer wie so einen reißenden Schmerz und alle haben sie für verrückt gehalten. Da war wirklich hier, die Faszie hat richtig Zug gemacht und es fing immer an, ihre Migräne, dass sie hier oben so hat, als ob sie einer nach hinten reißt. Und dann hat sie hier einen unheimlichen Druck auf den Schädel bekommen über die hintere Faszienkette und dann ging die Migräne los. Ja, also das sind so klassische Sachen. Darüber hinaus muss man eben auch, wenn es eben im Bereich des Kopfes Probleme gibt, also Schmerzen, Spannungsschmerzen, auch darüber nachdenken, ob der Kiefer möglicherweise mindestens daran beteiligt ist, wenn nicht sogar Auslöser ist. All das gibt es zu bedenken, wenn jemand unter Migräne bzw. Spannungskopfschmerz leidet. Und was wir da machen, das werde ich dir jetzt mal zeigen. Lass uns loslegen. Ja, wenn du jemand zu uns ins Faszienzentrum kommt, der unter Kopfschmerzen leidet, schauen wir uns auf jeden Fall immer als allererstes mal die Statik an. Weil es kann ja durchaus sein, dass derjenige zum Beispiel einen Beckenschiefstand hat, durch eine Beingangdifferenz, und der Körper in der Kompensation ist. Denn der Körper möchte immer, dass der Schädel über dem Becken steht. Ja, und das sieht dann manchmal so aus bei manchen Leuten. Und da ist es eben tatsächlich wichtig, mal zu gucken. Da bringt es natürlich nichts, nur hier oben zu arbeiten, das wieder gerade zu machen. Dann würde der Körper relativ schnell sagen, dass das nicht gerade ist und eben wieder runterkommen. Ja? Also das sozusagen wieder gerade für ihn gerade machen. Das heißt, nur wenn wir es schaffen, das Becken gerade zu bringen, wird auch das Ganze sich wieder normalisieren. Das ist ganz, ganz wichtig, sich die gesamte Statik einmal anzuschauen, bevor man am Schädel arbeitet. Ja, wenn wir das jetzt gemacht haben, dann gehen wir natürlich last but not least ans eigentliche Problem ran. Und das ist letztendlich ja die Halswirbelsäule, die super wichtig ist. Und dazu schaue ich jetzt einfach mal, ob dort Verschiebungen sind. Und bitte die Patientin mal nach geradeaus zu schauen. Super, Dankeschön. Und habe jetzt hier auf der rechten Seite eine Verschiebung. Die nehme ich mir jetzt und bitte mal die Patientin den Kopf zu drehen, links, rechts. Sehr gut. Immer hin und her. Ich fixiere das jetzt. Das ist eine Übung aus der Dorn-Methode. Meiner Meinung nach die beste und sanfteste Methode, um sowas zu korrigieren. Neben irgendwelchen Release-Techniken ist das immer noch das bodenständigste, wie ich finde. Ja, wenn ich dort Probleme habe, ist natürlich genauso wichtig, Dankeschön, mir nicht nur die Halswirbelsäule anzuschauen, sondern auch die Brustwirbelsäule, weil dieser gesamte Übergang extrem wichtig für den Schädel, der ja letztendlich darauf balanciert. Und deswegen muss ich mir natürlich diesen Bereich hier so, ich sage mal immer ab pH-Höhe bis zum Schädelansatz, extrem wichtig anschauen für den Bereich der Statik. Ja, was wir jetzt machen, das zeige ich dir jetzt. Ja, wenn es Probleme im Bereich des Schädels gibt, haben wir die Statik schon komplett abgearbeitet und jetzt gucken wir als nächstes mal uns den Kiefer an, ja, und fangen jetzt hier an mit ein bisschen Öl tatsächlich mal ein bisschen die Kaumuskulatur zu lösen. Und da ist wichtig, ganz locker zu lassen. Und das entsprechend mal zu lösen, weil auch häufig im Bereich des Gesichts, deswegen werden wir das gleich nochmal von der anderen Seite machen, ganz häufig Verspannungen da sind, die wirklich dann zu Schmerzen im Schädelbereich führen. Und da ist es ganz wichtig, wirklich diesen Bereich Kiefer, Schädel, Gesicht mal abzuarbeiten. Das ist das, was wir therapeutisch noch machen. Ne? Ja, wenn wir jetzt die Kaumuskulatur so ein bisschen gelöst haben, dann gehen wir letztendlich bei und versuchen mal
den ganzen Gesichtsbereich ein bisschen zu lösen. Dazu fange ich einfach in der Mitte an und streiche es zur Seite alles so ein bisschen aus. Das ist halt auch unheimlich entspannend für die Patienten, wenn man wirklich mal versucht, diesen ganzen Schädelbereich mal zu entspannen, weil das sind so Bereiche, die man sonst selber eigentlich, also weder man bei sich selbst noch in der Massage groß behandelt wird. Da muss man schon explizit eine Gesichtsmassage einfordern, dass das mal entspannt wird. Dazu zählt halt nicht nur das Gesicht, sondern hier oben auch die Schädelbereiche. Auch das ist der Bereich, wo wir faszientechnisch wirklich noch viel lösen können und auch eine ganze Menge gelöst wird und auch sehr viel Entspannung nachher am Ende macht. Ja, Oberkiefer, Stirn hatten wir schon. Und last but not least dann den Unterkiefer zu lösen. Das ist so die Bereiche, die wir dann abarbeiten, um im gesamten Schädelbereich mal die Spannung ein wenig rauszunehmen. Jetzt löse ich den Unterkieferbereich. Und wenn ich das gelöst habe, dann zeigen wir dir nochmal drei Übungen, die du machen kannst, wenn du Probleme mit Kopfschmerzen oder Migräne hast. Die folgende Übung ist perfekt, um die hintere Faszienkette zu öffnen, die extrem wichtig ist für den hinteren Verlauf von den Beinen unten bis hoch zum Rücken über den Schädel bis eben zu den Augenbrauen. Die kommt aus dem SDR-Konzept nach Jamal Raslan und nennt sich Eigen-Ischias-Dehnung. Du stellst dich vor eine Wand, vor der ein Hocker steht und legst ein Bein auf diesen Hocker. Gehst mit der Hacke möglichst dicht an die Wand und rotierst das Bein jetzt ein wenig nach innen. Sehr gut. Achtest darauf, dass beide Knie durchgestreckt sind und du dich vom Oberkörper her aufrichtest und kannst dazu dich gerne selber auf den Oberschenkel aufstützen. Jetzt gehst du rein in diese Dehnung, bis du eine Zugstärke auf der 10er-Skala von 6 bis 8 hast und hältst dann die Dehnung so lange, bis sie sich halbiert hat, sprich bei 3 bis 4 ist. Die brauchst du auch nur einmal machen und dann eben entsprechend auf der anderen Seite. Da würde ich gar nicht unbedingt es für nötig halten, die mehrmals hintereinander zu machen. Bei dieser Übung geht es darum, den Masseter, den großen Kaumuskel, den dicken Kaumuskel einmal zu lösen. Dafür suchst du dir zunächst einmal, wo er ist, suchst du dir auf, indem du mal mit dem Kiefer ein bisschen zubeißt und der Muskel, der so rausspringt, dir entgegenkommt, das ist der Masseter-Muskel. Spür da einmal, wo vorne ist, wo der vordere Begrenzung sozusagen des Muskels ist und die hintere Begrenzung. Und dazwischen in der Mitte gehst du richtig auf den Muskelbauch rauf. Gehst jetzt mit den Fingern in die Tiefe, lässt den Druck am Kiefer locker und öffnest jetzt wirklich im Zeitlupentempo langsam den Mund, so wie unser Model das zeigt, schön langsam. Und dann eben wirklich dort bleiben und ganz, ganz langsam in Zeitlupe den Mund öffnen. Wenn du das Gefühl hast, dass der Mund jetzt nicht weiter aufgeht, dann versuch noch mal ein bisschen nachzugeben und wirklich den Muskel mal richtig schön aufzudehnen. So weit, bis es einfach wirklich nicht mehr geht. Ja, der zweite große Muskel, der ganz große Muskel ist der Temporalis, der wirklich vom Schädel hier oben kommt und runter geht Richtung Kiefer. Und auch dort gibt es bei Menschen, die eben Kiefergelenksprobleme haben, auch ganz häufig Punkte, die ziemlich schmerzhaft sind. Und wie die Übung geht, die zeigen wir dir jetzt. Such dir mal mit deinen Fingern am Bereich der Schläfe ein paar Schmerzpunkte auf und schau mal, ob da irgendwo Punkte sind, die unangenehm sind, die schmerzen oder vielleicht auch noch sogar so kleine Hügel zu tasten sind. Und wenn du da so kleinen, ich sag mal wie so ein Vulkan dort hast, dann geh mal auf die Spitze von dem Vulkan ganz leicht mit deinen Fingern rauf und fang einfach mal an zu kreisen. Und wenn du so kreist, wirst du merken, dass Stück für Stück dieser Radius des Kreises immer größer wird und dass du von ohne irgendwie Druck zu geben, die Kreise von alleine ohne mehr Druck größer werden. Und wenn du dann mal schaust und auf die Mitte des Kreises zurückgehst, wo vorher der Vulkan war, wirst du feststellen, dass der meist auch schon abgeflacht ist. Diese Übung kannst du überall am Schädel machen und eignet sich super, um so mühelosen, so Muskelknoten in dem Bereich mal zu lösen und es bringt auch Entspannung. Die nächste Übung öffnet den Mund. Es geht um die Mundöffnung, damit du entspannt deinen Kiefer öffnen kannst. Und wir wollen hierbei den Musculus temporalis in die Entspannung bringen.
Jetzt nimmst du beide Hände mal mit den Ballen an die Schläfe. Gibst jetzt leichten Druck auf die Schläfe auf und ziehst dann das Gewebe ein bisschen nach oben und fängst jetzt an, langsam in Zeitlupe deinen Mund zu öffnen. Nimm dir wirklich Zeit für die Übung, weil es geht darum, den Muskel langsam und liebsam zu öffnen, die Verklebung zu lösen. Und dafür braucht der Körper ein wenig Zeit. Schau mal, wie weit dein Mund sich öffnen lässt. Wenn du das Gefühl hast, dass es nicht mehr weitergeht, dann versuch noch mal ein bisschen rauszuholen, noch ein bisschen weiter zu gehen. Und wirklich noch mal die letzte Dehnung mitzunehmen, um den Kiefer entspannt zu öffnen. Diese Übung solltest du dreimal wiederholen. Kommen wir zu der Zusammenfassung. Also bei Kopfschmerzen, Migräne, diese gesamte Spannungsgeschichte, muss ich mir den gesamten Schädel anschauen. Vorher natürlich die gesamte Statik und am Schädel natürlich im Speziellen diese ganze Muskulatur Kiefer, dann die Faszien, die oben zusammenlaufen, die Faszien, die über den Kopf rüberlaufen, hintere Faszienkette und die gesamte Muskulatur, / Faszien in diesem Bereich mal lösen. Wenn das alles nicht gemacht wurde, habe ich auch keine Chance, dass es überhaupt besser wird. Weil solange das alles fest ist, muss ich mich nicht wundern, dass es nicht besser wird. Auch das ist natürlich keine Garantie, dass es danach funktioniert. Aber in der Mehrzahl der Fälle ist zumindest unsere Erfahrung, bringt es eine deutliche Erleichterung, wenn man das mal alles sozusagen abgearbeitet und gelöst hat für den jeweiligen Patienten oder die Patientin. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder um 19 Uhr im Faszien-Channel und da freuen wir uns auf dich. Ciao!